Hallöchen und willkommen wieder zurück bei Minecraft. Das letzte Mal bin ich stehen geblieben, dass ich ein bisschen hin und her gesprungen bin zwischen den einzelnen Bauwerken, was ich eigentlich auch immer noch fortführen möchte, weil ich nicht mich an einer Baute festhängen möchte die ganze Zeit, wie ich es in letzter Zeit eigentlich häufiger getan habe. Ist, denke ich, verständlich, dass man nicht die ganze Zeit immer nur das Gleiche machen will. Hier habe ich den Boden ein bisschen... Es sollte ja eine Schneeflocke sein, aber so ganz eine Schneeflocke ist es dann doch nicht geworden. Aber immerhin besser als gar nichts. Vielleicht mit blauem Boden, dann wäre es vielleicht irgendwas. Ich drehe mal ganz kurz meine Kopfhörer leiser. Weil das Lied ist ein bisschen nervig, auch wenn es eigentlich ganz schön ist. Dance Moriata heißt es. Oder Moriata, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ja. Monster sind hier gerade keine und ich hätte dann noch eine Idee, was ich eigentlich mal machen wollte, schon seit langer, langer Zeit. Ich wollte mir einfach mal, weil es geht, ein Diamantschwert machen. Einfach nur, weil ich es kann und das dann hoch verzaubern. Das war seit jeher mal ein Traum von mir, das in Minecraft Let's Play zu machen. Ich weiß nicht, warum ich es nie gemacht habe, aber jetzt mache ich das einfach mal. Während der Tag ein bisschen diesig ist, weil die Sonne hinter den Wolken ist, die sehr... viel am Himmel sind. Hier haben wir ja ein bisschen ausgeleuchtet mit den Zäunen, die ich eigentlich auch immer noch ganz gut finde. Da hinten wächst der Weizen. Hier wächst auch der Weizen mit den Heuballen, die ich da ganz... Ach ja, und die Blumen. Ach ja, ich mag es hier. Ich finde das irgendwie super. Ich muss erstmal ein paar Sachen loswerden. Beziehungsweise muss ich gar nicht. Ich esse erstmal was. Ich weiß gar nicht, welchen Sättigungswert Kartoffeln haben. Das müsste ich auch mal nachschauen. Jedenfalls hole ich mir die Diamanten, die ich eigentlich von da hinten noch rüberholen sollte und lieber mal in meine andere Kiste packen sollte. Und mache mir dann eine wunderbare Wunderbärchen-Dingens, ein Diamantschwert. Weil das Eisenschwert, das ist ein bisschen, ja, nach einer Weile ist das... Das ist übrigens unscharf. Das ist nicht so cool. Nicht sehr Premium, aber nicht weiter schlimm. So... Ich glaube, das ist das erste Diamantschwert, was ich in über 200 Folgen mache. Upsa, 1, 2. So, 2 genau habe ich davon. Und dann haben wir hier noch Eisen und alles. Kartoffeln haben wir hier noch viele. Die nehme ich mal einfach mit, falls geht. Und dann mache ich mir... Habe ich hier noch was Interessantes drin? Äpfel. 8, 56 Äpfel. Wie bin ich denn an die gekommen? Wahrscheinlich, weil ich da ziemlich viel... Baumwirtschaft betrieben habe, irgendwann mal. Jungle Wood habe ich ja auch noch. Ist recht hell hier in der Wüste, ne? Und irgendwie nicht sehr gelblich, sondern eher weiß. Aber vielleicht ist das in der Wüste so. Ich weiß nicht, ich war nie in der Wüste. Ich habe auch nie sonderlich viele Bilder von der Wüste gesehen. Time to strike. So, und dann haben wir ein wunderschönes Diamantschwert, was ich jetzt natürlich nicht anhitten darf, weil es sonst natürlich... blöderweise nicht mehr funktionstüchtig ist zum Verzaubern. Was ich mal eben mache, ist, so. Die In-Game-Raypoints auf, das stört ein bisschen den Wert, den Aufnahmewert, den Immersion-Wert. Ich verwende den Begriff Immersion, denke ich, zu häufig, aber ich weiß nicht, ich mag... Eigentlich, ich denke, der Begriff drückt es mit am besten aus. Hier könnte man eigentlich auch noch ein bisschen... Ach, jetzt schon alles weg. Und es gibt ja auch das hohe Gras mittlerweile. Das finde ich auch ganz schön. Sollte ich... Oh nein, nicht das Lied. So, okay. Werte Verzauberungstisch... Ich mache dreimal rein und raus. 2, 3 und 30 Level. Wow. Sharpness 4 und Looting 3. Das kann man sich gar nicht besser vorstellen eigentlich. Das ist quasi jetzt das Nonplusultra-Schwert. Ist auch super. Das heißt, für die nächste Höhlentour sind wir mit einem Superschwert gewappnet. Finde ich super. Echt. Sharpness 4 direkt. Das macht jetzt wie viele Angriffs... Ach, das wird hier noch nicht angezeigt. Erst in der späteren 1.7-Version. Ich bin ja noch in der 1.7.2. Da weiß ich jetzt leider nicht, wie viel Schaden das macht. Und dann hatte ich nämlich was vor. Wofür ich recht viele Eimer brauchen werde. Einen Eimer habe ich hier schon mal.
Das heißt, ich mache mir noch mal ein paar mehr. Und Schilder werde ich auch brauchen. Erstmal werde ich ein bisschen Krempel los. Zum Beispiel das. Den Oakwood Sapling und dann die Hoe kann ich eigentlich auch mal loswerden. Das kommt zusammen hier hin. Ich brauche nämlich Schilder. Ich habe nämlich etwas vor. Wer der ein oder andere Gewiefte weiß vielleicht schon, was ich vorhab. Aus einem anderen Let's Play, das er eventuell verfolgt. Ich bin da ja nicht sonderlich der Neueste auf dem Stand von allem, aber ich bin deshalb nicht minder interessiert an bestimmten Dingen. Deswegen mache ich mir mal 61 Sticks. So. Mach mir mal 14 Schilder nur. Das ist jetzt ein bisschen wenig. So, die Schilder dürften genügen, hoffe ich. Und dann haben wir eigentlich kaum noch Oakwood. Das heißt, ich muss mal ein bisschen nachlegen. So, 57. Das heißt, ich gehe jetzt mal rüber in unsere Stadt, weil da hatten wir ja etwas Interessantes gefunden in unserer Stadt, was der ein oder andere eventuell noch weiß. Das ist ja schon, ich weiß nicht, um die Folge, als wir das Rathaus da hinten gebaut haben. Ist ja schon ein bisschen länger her, Folge 170, kann das sein? Ich meine, irgendwie um den Dreh. Irgendwann war das um den Dreh gewesen. Und zwar möchte ich nämlich, ich höre Zombies und Spinnen, wahrscheinlich hier unten. Aber hier unten kann eigentlich nicht sein, weil hier habe ich, glaube ich, alles vernünftig ausgeleuchtet. Alles ausreichend ausgeleuchtet. Ja, hier unten ist es nicht. Das heißt, es ist tatsächlich irgendwo anders. Das Lied. So, das Lied ist doch angenehm. Okay, jetzt muss ich nur hier irgendwo nach unten. Was macht das Huhn hier drin? Jetzt muss ich nur hier irgendwo nach unten kommen. Ach ja, das schwarze Brett, was auch nicht irgendwie wirklich, ja, das hat auch keinen großen Nutzen. Hier komme ich jetzt einfach mal nach unten. Autsch. Naja, so ouch war das jetzt gar nicht. Leitern bräuchte ich eigentlich, eventuell. Da hätte ich ja auch da einfach fortführen können. Das heißt, das hier ist jetzt quasi der mehr oder minder perfekte Keller. So, 6 dürften hoffentlich reichen. Ich habe natürlich das Wasser vergessen, weswegen ich die Eimer gemacht habe. Das war auch das Schlauste wieder von mir. So, da führt es dann halt runter in den Keller. Und ich mag das Gebäude hier irgendwie. Ich muss nur das mal mitnehmen. Das passt hier jetzt nicht mehr hin. Ebenso wenig wie das. Das passt hier auch nicht mehr hin. Und da nehme ich mal ein paar Eimer voll Wasser. Am besten einfach nur 2, damit ich gerade noch Inventarplatz habe. Habe ich den Baum extra so gemacht oder war der von vornherein so? Aber das hier wirkt nicht mehr so ganz grün, nicht wahr? Es wirkt ein bisschen flacher. Irgendwie habe ich das Gefühl. Habe ich den Eindruck. Und Hunger kriege ich auch wieder. Aber das stört mich jetzt gerade nicht. Ich habe ja zu tun. Und zwar möchte ich hier nach unten, bitteschön. Und dann möchte ich hier nach unten. Und dann, wo ist es denn? Muss ich es erstmal finden. Kann einen Moment dauern. Aber echt, dass hier direkt drunter eine Schlucht ist. Ach, so sieht das Eisen hier aus. Das sieht ja auch ganz nett aus. Ich mag die Texturen an sich in diesem Texture Pack hier. Deswegen benutze ich es ja. Wenn ich es nicht mögen würde, würde ich es auch nicht benutzen. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Seems legit. Klingt logisch. Habe ich mich da hochgebaut? Warum habe ich mich da hochgebaut? Na, Spitze, jetzt komme ich da aber auch nicht hoch.
Warum habe ich mich hier... Autsch. Hochgebaut. Mysterien über Mysterien. Und ich habe es das letzte Mal schon nicht gefunden. Da kann ich mich dran erinnern. Drum frage ich mich, wo es ist. Der ein oder andere weiß natürlich, was ich meine. Ich mache jetzt auch mal gar kein Geheimnis drum. Es ist der Monster-Spawner, den ich meine. Aber wo ist er? Ich bin mir ganz sicher, wir haben hier einen Spawner. Da ist er. Und was für ein Spawner ist es? Es ist ein Spinnenspawner. Das trägt natürlich zu meiner Freude nicht gerade bei. Muss ich zugeben. Ich dachte, es wäre ein anderer Spawner. Habe ich noch irgendwo in der Welt einen Spawner von irgendwas? Irgendwo in der Welt vielleicht? Ne, mit einem Spinnspawner kann ich das nämlich leider nicht machen. Das ist ja ärgerlich. Ich dachte, das wäre ein Skelettspawner gewesen. Ist doof. Schade. Dann muss ich das wohl canceln, das, was ich vorhatte. Ich wollte nämlich eine Mobfalle bauen. Erstmalig hier. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber mit einer Spinnspawner geht das natürlich nicht so gut. Ich dachte, das wäre ein Skelettspawner, ganz ehrlich. Ich war mir zu 99% sicher, ein Skelettspawner wäre das gewesen. Aber dann wohl doch nicht. Ich muss mal schnell was essen. Da sehe ich doch einen Creeper. Wo ist der gespawnt? Aber der scheint unter uns zu sein. Ja, der ist ein bisschen grau hinterlegt. Der ist unter uns. Dann schaue ich mal eben kurz unter der Stadt nach. Nicht, dass uns ein Creeper von hinten überrascht. Ich sollte eigentlich mal das Monsterradar ausmachen. Das ist ein bisschen... Ach, das Lied war das. Ich dachte, was zündet sich denn jetzt hinter mir? Das passt gerade gar nicht in die Nacht. Das passt schon ein bisschen besser in die Nacht. Hier können die Dorfbewohner sich immer noch verletzen. Fällt mir gerade auf. Das heißt, ich werde mal mein Schwert ausprobieren. Ist eine super Schlussfolgerung wieder. Hier ging es runter noch, ne? Genau. War hier dann der Skelettspawner? Ach nee, hier war nur die Riesenhöhle. Oh mein Gott. Die ich mal eben so zwischendrin gefunden habe. Brauchen wir irgendwann eine Höhle? Habe ich hier eine Höhle gefunden. Aber ich brauche gerade keine Höhle, weil ich habe noch alle Rohstoffe genügend vorhanden. So, hervorragend. Die schnetzeln wir ja jetzt alle weg. Easy. Das ist ja gar kein Problem. Easy peasy. Easy peasy, easy peasy. Die zwei Steine können weg und die zwei Saplings können weg. Ach du meine Güte, dich habe ich doch gesehen. So, dich habe ich auch noch. Schwarzpulver. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ich muss mal sowieso eben ganz kurz... Momento. Das Wasser mal ausleeren, einfach nur, damit ich's, damit ich die Eimer stacken kann und ein bisschen mehr Platz habe. So, Eimer gesteckt und das ist alles, ach. Das ist das Nervige. Da unten ist eine Ridge. Die habe ich ja auch noch nie Natur gesehen. Sondern immer nur herbeigerufen von den Toten. Aber Natur wirklich noch nie, soweit ich mich erinnern kann.
So, das könnten wir eigentlich wieder mitnehmen. Das lasse ich jetzt aber einfach mal. Da hinten sind da Monster oder was? Da sind auf jeden Fall zwei Zombies. Ich meine, ich hatte aber irgendwo mal einen Skelett-Spawner gefunden. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Auf jeden Fall sammeln wir gerade gut Level. Da sind... Oh oh. Vor der Witch habe ich ein bisschen Angst. Und da lässt er doch tatsächlich eine Karotte fallen. Das ist auch selten, soweit ich weiß. Sehr selten. Der war doch im Wasser. Das war jetzt nicht sehr schlau, ins Wasser zu gehen, weil das Skelett kriegt uns hier einfach. Okay, ich muss erstmal ein bisschen regenerieren. Noch eine Karotte. Sag mal, wie viel Glück habe ich denn? Ist ja unglaublich. Auf jeden Fall muss ich mir mal wieder eine Modifikation installieren, womit ich Rotten Flesh zu Leder machen kann. Einfach, weil das sehr von Vorteil ist, weil ich ja keine Tiere töte und sonst kommt man halt nicht an Leder. Ach ja, wir haben ja auch ein Looting-Schwert. Das habe ich ja ganz vergessen. Und die Endermänner machen immer noch derbe viel Damage. Sie haben da eine seltsame Friese, mein Herr. Herr Creeperle, möchten Sie mal herkommen? Ah, das gibt's ja nicht. Tod im Minecraft Let's Play. Ich sollte mal schnell mich hinlegen. Einfach damit die Nacht vorbei ist und ich... Korori was slain by Enderman. Das ist ja wohl echt unglaublich. Die Endermänner sind im Hardcore-Modus dann doch nicht ohne. Hätte ich vielleicht mir eine bessere Rüstung machen sollen. Hätte ich auch noch, könnte ich ja auch noch machen. Ich beeile mich auf jeden Fall, dass ich drüben bin, bevor die Sachen verschwinden. Das ist nämlich wichtig, weil wenn das Schwert weg ist, dann beiße ich mir ein bisschen in den Popo. Und das ist, glaube ich, in letzter Zeit mein Lieblingsspruch, dass ich mir dann in den Popo beiße. Das habe ich schon bei Gothic gesagt, das habe ich schon bei Harvest Moon gesagt. Und wo sage ich es eigentlich nicht? So, erstmal hier rüber gerannt und dann bitte schön nochmal rennen. Ich habe ja die normale Renntaste gar nicht. Also ich habe ja nur den Doppel-W-Sprint, weil die Renntaste von Optifine belegt ist, muss ich mir mal eine andere Renntaste aussuchen, aber ich wüsste nicht welche. Himmel, Herrgott, da hat der Enderman uns doch tatsächlich auseinandergenommen. Einfach so hat er das hingekriegt. Das ist unglaublich. Komme ich gerade nicht drauf klar, irgendwie egal, wie ich es versuche. Oh, ich dachte schon, meine Sachen wären weg. Echt, 4 Level haben wir aber immerhin noch. Ist ja schon mal wenigstens etwas. 9 Fackeln haben wir im Übrigen noch. Die tausche ich mal aus. Das haben wir vorne. Heidi-Ei. Merke, nicht mehr einfach so mit Enderman spielen, weil Enderman sind wirklich böse scheinbar. Das ist... Ja, ist mir ja noch nie passiert, muss ich zugeben. Ist mir ja noch nie passiert. Nie. Nie im Leben. Ich meine aber, wir hatten irgendwo mal einen Skelett-Spawner. Falls sich irgendeiner von euch erinnert, wäre es sehr herzlich, mir das zu sagen, weil ich würde ganz gerne wirklich mal eine Monsterfalle bauen, ohne gleich einen riesen Spawning-Ground ausheben zu müssen. War da eine Spinne oben drauf? Nee, das war die Fackel. Dann ist ja gut. Ich schalte auch gleich die Monster-Anzeige aus.